Unsere Badmintonspielerin Linda ist aus der Trainingsgruppe und der Nachwuchsförderung rausgeflogen. Aber wie kam es dazu und vor allem, wie geht's jetzt weiter? Konnten mir aber dann immer noch nicht helfen und ich habe es dann auskurieren lassen, mehr oder weniger. Und irgendwann hat dann der Arzt gesagt, probier es wieder, fang einfach mal an zu trainieren, guck, ob du Schmerzen hast. Ja, dann habe ich das gemacht, dann lief es auch ganz gut, hat halt ab und zu mal gestochen so im Fuß, aber war jetzt nicht weiter schlimm. Dann habe ich auch Deutsche Meisterschaft mitgespielt, aber halt nur Doppel mit meiner Doppelpartnerin. Ja, war jetzt nicht so erfolgreich, aber war auch nicht weiter zu erwarten von mir, da ich ja so eine lange Pause hinter mir hatte. Ja, und danach ging es dann los. War dann halt Saisonvorbereitungsbesprechung mit meinem Trainer. Und dann kam halt so der Haken, dass ich mit meinen Eltern einen Urlaub gebucht habe in den kommenden Herbstferien. Und dieser Urlaub liegt genau vor einem nationalen Turnier, was wichtig ist, um sich für die Deutsche zu qualifizieren. Ja, ich weiß selber, der Zeitpunkt ist nicht perfekt für den Urlaub, aber 3-Tage-Training glaube ich jetzt nicht, dass die mich so runterziehen und ich hatte ja auch im Urlaub was gemacht. Ja, das war dann der Grund, dass ich aus dem Berliner Badmintonverband oder Berlin-Brandenburg Badmintonverband rausgeschmissen worden bin. Der Grund, Entscheidung gegen den Leistungssport. Was für mich natürlich nicht der Grund ist, weil ich habe mich nicht gegen den Leistungssport entschieden, sondern die Zeit mit meiner Familie ist mir auch sehr wichtig und deswegen werde ich diesen Urlaub antreten und wenn es der Grund ist, warum ich rausgeschmissen werde, dann kann ich es leider nicht ändern. Es ist schade, wie es alles gelaufen ist, aber so ist es nun mal jetzt. Also ich habe mir ja nach dem ganzen Spektakel und Enttäuschungen erstmal eine Pause genommen, habe halt überlegt, ob ich das noch alles machen möchte, ob ich es wieder angehen möchte und ich habe mich jetzt halt nach langer Zeit dafür entschieden. Also ich muss in einem anderen Verband spielen, weil Berlin hat mich herausgeworfen, um diese ganzen Jugendranglisten, was Norddeutschland und Deutschland angeht, zu spielen. Ja, und deswegen muss ich auch in einem Verein spielen, der in diesem Verband besteht. Ich spiele jetzt für Niedersachsen und für den Verein BV Drömling. Ich habe die Leute auch letzte Woche kennengelernt. Das ist ein super Team, macht total Spaß und ist eigentlich auch genauso cool wie hier. Die trainieren natürlich in Niedersachsen. Ich habe jetzt das große Glück, dass mir mein alter Verein, also dieser hier, angeboten hat, dass ich trotzdem hier trainieren darf, da ich ja so lange Mitglied war und auch in den Mannschaften gespielt habe, was mich total glücklich macht, dass ich die Chance habe, hier zu trainieren. Danke. An dem Punkt. Ja, so mein sportlicher Plan ist auf jeden Fall für die Mannschaft, gute Spiele zu absolvieren. Also deren Ziel ist es ja, dass sie die Klasse erhalten, also die Oberliga. Und da freuen sie sich natürlich auch, dass sie so eine Spielerin wie mich haben, so wurde es mir berichtet. Sie haben auch einen Zeitungsartikel geschrieben und alles und haben mich total herzlich aufgenommen. Und dafür möchte ich halt das geben, was ich kann, also halt Badminton spielen und so gut wie möglich am besten. Ich habe auch keinen Druck mehr so. Ich mache es auch eigentlich aus Spaß wieder. Und natürlich will man Erfolg haben, gar keine Frage. Und ich bin natürlich auch ehrgeizig und möchte vorne sein. Ich werde dafür auch trainieren. Aber so wie damals kann es auch gar nicht mehr sein, nachdem was alles passiert ist. Wir sind gespannt, wie es mit Linda weitergehen wird. Und ihr werdet es schon bald hier auf unserem Kanal erfahren. Bis dahin, nicht vergessen, immer schön kommentieren und fleißig bewerten. Und schaut euch diese Videos hier an. Dann mal bis dann.